Ihr merkt, ich bin noch ein bisschen geflasht. Vor 10 Minuten hat das Amazon-Presse-Event online geendet. Das habe ich mir natürlich angeschaut und da wurden wirklich extrem viel spannende Produkte vorgestellt. Seht einfach selbst. Viel Spaß mit dem Video. Und bevor ich euch gleich meine Meinung zu den ganzen neu vorgestellten Produkten sage, würde ich sagen, schauen wir uns davor eine 5-minütige Zusammenfassung des Events an, denn es war wirklich extrem spannend. Wir schauen mal rein. Good morning. Let me show you what we've been working on. I'm thrilled to introduce you to a new kind of household robot that integrates Alexa, advanced hardware, software, computer vision and AI in a brand new way. Astro, join me on stage. Glow reimagines the way kids can connect with remote family and friends. Amazon Glow offers an immersive virtual experience that brings the digital and physical worlds together. An entirely new kind of voice assistant called Hey Disney. Halo View provides at-a-glance access to Halo health metrics, live workout tracking, and more. Always Home Cam, an autonomous indoor flying camera that can basically fly anywhere. Alexa Together, designed to help aging family members feel more confident living independently. Introducing Echo Show 15, the new digital heart of your home. We have shown you a lot today, and we've just shown you the tip of the iceberg. Thank you so much for taking the time to tune in today. Tja, und was sagt ihr zu den neuen Produkten? Ich muss sagen, natürlich vor allem der Amazon Astro, der kleine Roboter, an dem sie in den letzten Jahren gearbeitet haben, der hat mich auf jeden Fall überrascht. Zum einen, von dem war ja nichts im Vorfeld bekannt. Es wurde lediglich ein bisschen geleakt, dass hier der Echo Show 15 in Form eines Bilderrahmens oder in Form eines Tablets für die Wand vielleicht in Arbeit sein soll. Das habe ich auch mitbekommen aus ein paar Quellen vorab. Aber zu den anderen Produkten, Respekt, da haben sie echt einige neue Innovationen vorgestellt. Eure Meinung natürlich zu allen Produkten in die Kommentare. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt noch mal kurz an, was denn die Highlights hier wirklich sind und was diese Highlights auch wirklich ausmacht. Ihr seht es hier noch mal kurz in der Übersicht eingeblendet. Das waren die Produkte sozusagen, die alle vorgestellt wurden. Für mich definitiv am interessantesten war hier Amazon Glow, Amazon Astro und auch der neue Echo Show 15 für die Wand. Natürlich die Ring Always Home Cam, dass die jetzt dann auch sozusagen bald bei jedem zu Hause sein wird und es nicht nur dieser Future Prototyp ist, finde ich auch eine mega, mega coole Sache. Denn das erspart einem natürlich wirklich dieses, ich muss irgendwie 10 Kameras in meinem Haus installieren, um hier alles safe zu haben, sondern man kann sich wirklich für eine Flying Cam entscheiden und die holt man dann auch wirklich nur raus, wenn man mal einen Kontrollflug machen will und ansonsten ist da ja auch keine Kamera wirklich in den Raum gerichtet, da sie wie gesagt einfach im Behältnis wieder verschwindet, sobald sie nicht in der Luft ist. Und das ist halt eigentlich gerade hinsichtlich des Datenschutzes wirklich eine 10 von 10, wie sie das gelöst haben. Dementsprechend freue ich mich riesig, wenn wir das Produkt mal testen können. Ansonsten Amazon Astro, was soll ich dazu sagen? Skurril. Preis 1000 Euro, würde ich sagen, ist okay. Hat Räder, hat eine ausfahrbare Teleskopkamera, die navigiert werden kann. Ich glaube, bis zu 1 Meter Höhe kann man damit erreichen. Ansonsten natürlich auch noch 2 Kameras vorne als Sensoren. Da wird die ganze Zeit sozusagen die Umgebung gescannt, alles wird ausgemessen, sodass Amazon Astro sogar mit, glaube ich, 1 Meter pro Sekunde rumcruisen kann, ohne dabei irgendwie gegen ein Hindernis zu fahren oder eine Treppe runter zu stürzen oder sonstiges. Sensoren sorgen da auf jeden Fall für Sicherheit. Für mich aktuell noch so ein bisschen creepy der Gedanke, wow, jetzt haben wir dann bald alle einen Roboter irgendwie zu Hause. Aber Amazon selbst sagt, in 5 bis spätestens 10 Jahren wird jeder zu Hause mindestens einen Roboter haben. Dazu zählen natürlich auch irgendwelche Saugroboter und sonstiges. Aber finde ich trotzdem eine krasse Prognose und dass sie dementsprechend jetzt so auch voll in diese Robotik-Entwicklung hier gehen. Ähnlich wie es ja auch beispielsweise jetzt Elon Musk über Tesla gemacht hat mit dem humanoiden Tesla-Bot, welcher ja auch schon bald auf den Markt kommt. Ziemlich, ziemlich verrückte Zeit, in der wir hier leben. Wir schauen uns das nächste Produkt nochmal an. Amazon Glow, ein Gerät, was ich mir bisher jetzt noch nicht so ganz erschließt, würde ich sagen, aber es ist definitiv für Kinder gemacht. Amazon Glow besitzt ein kleines 8 Zoll Panel als Bildschirm, hat aber zusätzlich auch noch einen Projektor eingebaut und dieser Projektor sorgt dafür eben, einen Screen vor dich hin zu projizieren, auf den Tisch sozusagen. Und dieser projizierte Screen ist dann eben auch noch touchscreenfähig. Ja, in dem Trailer zum Produkt
wurde häufig einfach ja das Szenario gewählt, irgendwie das Kind spielt mit irgendwie einem entfernten Verwandten oder mit der Mutter, dem Vater, wo auch immer die sich halt gerade befinden, hat nicht zu Hause noch irgendwie ein kleines Abschlussspiel vom ins Bett gehen oder sonstiges. Interessanter Ansatz, ich bin aber gespannt, wie gut dann letztendlich dieser Touchscreen, nenne ich es jetzt einfach mal, in Real Life funktionieren wird, ob das nicht eher so ein bisschen vom Feeling Rückschritt in 2010 Richtung ist oder ob das wirklich schon richtig smooth funktioniert, dann ist es definitiv auf jeden Fall eine coole Sache. Wir machen weiter mit dem letzten für mich spannenden Produkt und zwar der Echo Show 15. Amazons größter Echo Show. 15 steht für 15 Zoll Bildschirmdiagonale und der Echo Show 15 hat ja im Prinzip eine Bilderrahmenoptik verpasst bekommen. Gefällt mir persönlich extrem gut, denn dann verschwindet der Echo Show 15 bei Nichtbenutzung doch deutlich mehr in den Hintergrund und wird gar nicht mehr aktiv wahrgenommen. Es lassen sich Vorlieben einstellen, die dann beispielsweise immer eingezeigt werden, irgendwelche schönen Naturbilder aus der Richtung, die man halt selbst möchte. Außerdem dient es auch so ein bisschen als Multi-Hub-Zentrale für die ganze Familie, wo man sich ein bisschen so organisieren kann. So kam mir das zumindest ein bisschen rüber hier bei dem Presse-Event, dass sie es so versucht haben darzustellen. Ich meine, die Mutter schreibt hier noch irgendwie Good Luck dem Sohn hin, der irgendwie am nächsten Tag eine Prüfung hat und das Ding hängt halt als zentrales Bedienpanel sozusagen bei der Familie in der Küche. Auch hier gilt, Startpreis 249,99 Euro, genau wie Amazon Glow. Wie gesagt, beim Roboter liegen wir bei 1000 Euro. Das sind definitiv alles faire Preise. Die Auslieferung der Produkte beginnt, so hat Amazon das Ganze zumindest angekündigt, bei allen Produkten noch dieses Jahr before Holiday. Und Holiday sind ja die Winterferien in den USA. Das heißt, wir dürften damit, denke ich mal, irgendwie im späten Herbst, vielleicht im frühen Winterbeginn rechnen, auf jeden Fall noch dieses Jahr. Ich selbst bin ultra gespannt, wann ich alle neuen Geräte hier für einen ausführlichen Test für euch zur Verfügung habe. Eure Meinung, wie gesagt, zu dem für euch spannendsten neuen Amazon-Produkt in die Kommentare. Ich finde aber echt viel Spannendes dabei. Und ich sage an der Stelle ansonsten recht herzlichen Dank fürs freundliche Zusehen. Wir sehen uns schon beim nächsten Video. Bis dahin, macht's gut und bleibt alle gesund. Ciao, ciao.